Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Das ist die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Fahrrad-Community auf Komoot inspirieren und plane deine eigene Radtour mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Für alle Podcast-Hörer, die sich bei Komoot anmelden, gibt es jetzt die Möglichkeit, die Komoot-Offline-Karten gratis zu testen. Unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode ROADBIKEMAG21. ROADBIKEMAG21. Alles zusammen. Den Link findest du auch in den Shownotes. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Am Titel habt ihr es wahrscheinlich schon erkannt, wir lassen heute mal richtig die Hosen runter. Zum Glück nur akustisch und zum Glück nur im übertragenen Sinne, denn es geht um unsere größten Fails aus der Roadbike-Redaktion, die wir so begangen haben. An dieser Stelle schon mal vielen Dank an unseren Hörer und vielleicht auch Leser Lukas Strohschneider, der hat uns nämlich diesen wunderbaren Themenvorschlag geschickt. Er schreibt, das Scheitern kennen alle von uns sicher zur Genüge. Dennoch wird kaum darüber gesprochen, sondern vielmehr werden die langen Touren oder die hohen Schnitte präsentiert. Das finde ich schade und schlage deshalb dieses Thema vor. Lukas, vielen Dank, tolles Thema. Und wir kümmern uns heute darum, reden da heute mal drüber. Wir, das sind in dem Fall der Christian. Hallo. Und der Moritz. Hallo. Und ich bin der Erik. Und wie es der Zufall will, haben wir genau drei Experten fürs Scheitern hier. Wir hatten uns doch darauf geeinigt, dass wir sagen, das sind alles Geschichten, die so in der Form Freunden von uns passieren. Ach so, stimmt. Ja. Genau. Okay, wir schneiden die letzten 10 Sekunden raus. Also, wir erzählen von Freunden. Ja, aber gute Frage. Ne? Warum sprechen alle immer über die Erfolgsgeschichten? Warum spricht keiner über das Scheitern? Was glaubt ihr, woran liegt das? Warum ist da keiner so ehrlich? Ich weiß gar nicht, ob so wenig über das Scheitern gesprochen wird. Ich meine, meistens ist es ja schon auch die Sachen, die dumm gelaufen sind. Ich meine, mit den Brüsten, obwohl, ich weiß nicht, ich finde die fast sympathischer, sich damit zu brüsten, als immer mit zu erzählen, was für ein toller Hecht man ist, sondern das Scheitern dazugehört, finde ich, macht einen ja auch sympathisch. Und deswegen fischen wir ja gerade hier im Sympathiesumpf. Und man kann eben aus der Not eine Tugend machen, wenn man nämlich keine Erfolgsgeschichten zu erzählen hat, muss man sich halt einfach über die Sympathie beim Scheitern definieren. Das ist ein guter Punkt, ja, stimmt. Was bedeuten denn eigentlich oder wie wollen wir das Thema denn eigentlich angehen? Also Scheitern ist ja ein sehr großer Begriff und der ist ja mal sehr negativ behaftet. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir mal das so ein bisschen eingrenzen und sagen, es geht ja grundsätzlich um Fails, also quasi Fehler oder Dummheiten oder Sachen, die uns passiert sind, wo man sagen könnte, mit ein bisschen Menschenverstand und ein bisschen Menschenverstand schlauer angestellt, hätte man die verhindern können. Ja, also mir ist aufgefallen, als ich mich jetzt so ein bisschen vorbereitet habe auf die Folge und überlegt habe, was kann ich da erzählen, dass im Instinktiv ich erstmal über sportliches Scheitern nachgedacht habe und dafür Beispiele gefunden habe. Also wenn ich mir irgendwas vorgenommen hatte, was dann nicht so geklappt hat oder teilweise auch zum Beispiel Stürze oder sowas. Und dann erst im Nachhinein oder je länger ich drüber nachgedacht habe, kam mir dazu, dass Scheitern ja auch ganz anders sein kann. Also zum Beispiel irgendwie Schrauber-Fails oder sonstige Dummheiten, die man irgendwie anstellt. Ja, ich finde, Scheitern hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, welche Ansprüche man an sich stellt. Ich meine, wenn man jetzt aufs Sportliche, auf Rennen, Events bezogen scheitert, ist ja einfach so, dass man sich dann einfach zu viel vorgenommen hat und zu ambitioniert angegangen ist, was man dann nicht erfüllen konnte. Wobei dann natürlich die Frage ist es besser dann, also ganz klein anzufangen und sagen, okay, dann nehme ich halt die Kinderrunde und kann garantiert nicht scheitern, oder setzt sozusagen dann der Stolz und der Erfolg auch voraus, dass man sich ambitionierte Ziele setzt. Also ich glaube, um es philosophisch auszudrücken, ohne die Möglichkeit des Scheiterns ist halt der Erfolg nichts wert.
Oh. Dann müssen wir jetzt alle erst nochmal 30 Sekunden drüber nachdenken. Aber den müssen wir sacken lassen, ja. Ja, aber es ist was dran auf jeden Fall. Was sind denn, anstatt zu philosophieren, mal konkret werden, was sind denn so eure Master-Fails? Also ich habe so in Vorbereitung auf die Sendung für mich festgestellt, dass ich eigentlich im Laufe so eines Jahres total oft scheitere, nämlich dann, wenn ich mir irgendwelche Workouts vornehme und dann sage, so, ich fahre jetzt 5x5 Minuten bei 350 Watt und dann einfach nach dem dritten Intervall halt im Strahl in den Straßengraben kotzend über dem Lenker nicht mehr weiter kann. Also das passiert mir, glaube ich, so wahrscheinlich einmal im Monat, würde ich fast sagen, dass ich dann einfach irgendwie so mir eine Trainingseinheit vornehme, aber das irgendwie an dem Tag einfach nicht geht, weil die Tagesform nicht passt, weil vielleicht der Arbeitstag zu lang war, weil man einfach schlecht geschlafen hat, was auch immer. Passiert mir total oft. Ich bin jetzt nicht so der vernünftige Trainierer, muss ich zugeben. Ich bin jetzt eher im Gegensatz, also früher schon, aber jetzt aktuell fahre ich immer eher so, wie die Schnauze gewachsen ist, sage ich mal. Gehört das dazu? Also ist das Teil von einem vernünftigen Training, dass man sich immer so auf die Fresse haut, dass man am Ende nichts mehr kann? Oder machst du dann schon auch irgendwas falsch einfach? Also bist du eigentlich zu deppert zum Trainieren? Ich scheitere grundsätzlich. Ich scheitere schon am Training. Weiß ich gar nicht. Also, aber wir hatten es ja vorhin schon gesagt, man muss ja so ein bisschen sich ambitionierte Ziele setzen, um dann irgendwie... Und bei mir kommt es meistens daher, dass ich irgendwie sage, naja gut, letzte Woche hast du das Workout ja auch geschafft, dann wird es ja diese Woche wohl wieder gehen. Hm. Also es ist ja nicht, dass ich dann auf einmal sage, so, jetzt mache ich statt 3 Intervallen mal irgendwie 17 und weil ich gerade dabei bin, fahre ich statt 300 Watt 400 Watt und stelle geradezu alle Weichen auf Scheitern. Sondern es ist ja schon, dass ich irgendwie so denke, naja, das sollte aber in der Theorie machbar sein. Ich betone in der Theorie. Ja, das, so kann man meine Fahrradkarriere allgemein überschreiben. Sollte ja eigentlich machbar sein. Für aber, jeden anderen. Ja. Brunki, aber du kennst es doch bestimmt auch, dass du dann auf langen Touren mal irgendwie einen Krafteinbruch oder irgendwas hast. Oder bist du so eine Maschine? Ich kenne das nicht nur bei langen Touren. Ich erinnere mich da an einen Kollegen, der nach 60 Kilometern beim Brezel-Race mit Krämpfen im Straßengraben lag. Oder waren es noch 90? Ja, ich glaube, das waren schon eher 90, aber das wäre einer der Fails gewesen, die ich erzählen würde. Aber das ist so ein wiederkehrender Fail, weil ich da immer wieder aufs Neue reintappe in diese Falle, nämlich beim Jedermannrennen oder so in der Euphorie des Augenblicks halt loszustiefeln wie gestört und dann halt, keine Ahnung, nach immer kürzer werdender Distanz mit Krämpfen dann irgendwie im Graben zu liegen. Und da beim Ritzer Race war es wirklich am krassesten. Also ich habe es mal gehabt beim Gran Fondo New York. Auch klassischer Fall auf dem Rückweg, dann halt krasse Krämpfe gekriegt. Aber da konnte ich das halt irgendwie noch auffangen. Aber also bei dem Ritzer Race, da ging dann gar nichts mehr. Da bin ich halt, also wirklich, die Beine waren komplett steif. Ich konnte die Knie nicht mehr beugen. Also das waren komplett steif und dann bin ich halt einfach vom Fahrrad gefallen und dann lag ich im Straßengraben winselnd und dann lustigerweise war da ein Coach vom örtlichen Handballverein, das war in Weiblingen, also im Ortsausgang Weiblingen und der hatte da halt das Rennen angeguckt und der sah mich da dann liegen und erbarmte sich meiner und kam dann her und hat die Krämpfe quasi rausmassiert und das war das Glück und dann musste ich halt mit, keine Ahnung, 30 oder so, also dann halt wirklich gar kein Renntempo mehr irgendwie nach Hause, also ins Ziel. Ich habe dann gefinisht, aber es war dann nicht mehr so, sah nicht mehr so sportlich aus wie vorher. Ja gut, aber ich meine, diesen Fehler, sich am Anfang von dem Vollgastempo des Umfeldes anstecken zu lassen, das kenne ich aber auch ganz gut. Das habe ich eigentlich auch jedes Mal. Ich erinnere mich noch, wie du an mir vorbeigepäst bist damals. Mhm. Und ich dachte so, also die 45 hier durch Stuttgart raus, die kann ich nicht lang halten. Da habe ich dann, glaube ich, ein bisschen früher rausgenommen, aber ich bin auch Gott sei Dank nicht so krampfanfällig. Aber so, dass dann irgendwie nach der Hälfte des Rennens irgendwie der Akku komplett leer ist und du denkst nur so, scheiße, irgendwie musst du dich jetzt ins Ziel retten. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz klassischer Fall von stark anfangen, stark nachlassen. Aber kommt es dann daher, dass man einfach so mit einer völlig überzogenen
einem überzogenen Selbstbild von sich und so einer überzogenen Erwartungshaltung reingeht und denkt so, jetzt ist Rennen, jetzt bin ich hier der Oberpro und hau voll einen raus? Oder? Also bei mir jetzt weniger, bei mir ist es eher, also ich stehe da jetzt nicht an der Startlinie und denke hier, fresst meinen Staub. Also im Gegenteil, aber das, ich glaube, das ist wirklich dieses Anstecken lassen, die Euphorie des Augenblicks. Du stehst da beim bei den Jedermann-Rennen ist es ja auch oft so, dass du da eine gewisse Zeit lang in diesem Block stehst. Das heißt, die Anspannung steigt noch. Du machst dir fünfmal das Trikot auf und dann machst du es wieder zu und dann drehst du nochmal an dem Schuhverschluss und so weiter und dann geht's irgendwann los und dann, ja, es ist wie halt die Pferde, die aus der Box gelassen werden, dass ich dann erstmal denke, okay, und ich muss jetzt nicht direkt am Anfang vorsätzlich alle fahren lassen und dann bleibst du erstmal am Hinterrad und dann denkst du, okay, jetzt habe ich es aber so lange mitgehalten, jetzt fährst du noch ein bisschen mehr mit und dann irgendwann denkst du, okay, es tut jetzt schon ein bisschen weh, aber irgendwie könnte man ja auch noch mal versuchen und dann irgendwann ist halt aus. Also für dich wäre quasi das Scheitern, wenn du die Gruppe ziehen lässt, obwohl du eigentlich in dem Moment noch mit könntest, ja. Aber du sagst dir quasi, ich fahre da so lange mit, wie es geht und wenn es halt irgendwann Peng macht, dann... Also ja, gerade bei dem Grand Fondo New York, von dem ich erzählt habe, da war dann auf einmal, dass wir halt vor uns die erste Gruppe gesehen haben. Also es war die erste Gruppe war erst weg und wir sind gefahren und ich dachte, das ist ja völlig egal, die sind halt irgendwie da ferner liefen. Aber die haben wir dann gesehen, die waren höchstens 1-2 Minuten vor uns und dann haben halt alle nochmal mehr Gas gegeben, weil sie da wieder reinfahren wollten. Und dann dachte ich auch, okay, ich bin jetzt nicht der Einzige, der sich hier aus Vernunftgründen irgendwie zurückfallen lässt. Ich fahre jetzt halt schön mit und das habe ich dann auf jeden Fall gebüßt. Ja, der Gedanke ist ja, die anderen fahren ja auch so schnell und man hofft ja immer so, ja, die fangen jetzt stark an und in der Gruppe bist dann gut aufgehoben, aber die werden ja dann gleich auch langsamer. Die nehmen ja gleich dann so nach der ersten halben Stunde, nehmen die halt auch mal das Tempo raus und dann wird das ein bisschen Piano, aber wenn es dann halt dann nicht passiert, dann ist halt so am Hinterrad rumhecheln und hoffen, dass du irgendwie das Hinterrad halten kannst, weil du weißt, wenn du das reißen lässt, dann tut es halt noch mehr weh. Bei mir ist es auch so, dass ich ja Lizenzrennen sozialisiert bin. Das heißt, ich bin ja immer auf den Rundkursen die Rennen gefahren und da ist halt auch ganz oft, dass es wird halt gepaced und dann wird aber auch mal eine Runde irgendwie die Füße hängen gelassen und wenn du da dann vorher abgehängt wurdest, dann ist es halt immer total bescheuert, weil dann fährst du hinter dem Feld her, was dann auf einmal langsam fährt und kannst die Lücke nicht schließen oder schließt sie so gerade eben und dann wird es wieder schnell und dann habe ich halt irgendwie immer, auch bei den Jedermann-Rennen, das jetzt so für mich übernommen, dass ich immer gedacht habe, okay, du musst in diesem Feld drin bleiben, weil vielleicht fahren sie ja gleich langsam, genau wie Brunki das gerade gesagt hat. Und nur irgendwie kommt das bei den Jedermann-Rennen gefühlt seltener vor. Oder ich werde schlechter. Wirklich. Ja. Brogi, du hast doch mal bei der Journalisten-WM deine berühmte Startattacke geliefert, wo du für 300 Meter im virtuellen Regenbogentrikot gefahren bist. Ja, aber das war ja kein Fail, das war ja Ruhm und Ehre für alle Ewigkeiten. Das war kalkulierte Taktik. Ich habe ja nicht eine Sekunde, wenn man eingeholt wird. Nee, ich habe ja nicht eine Sekunde dran gedacht, dass ich jetzt hier irgendwie die, ich glaube, wie lang ging die 90 Kilometer oder sowas irgendwie als Ausreißer vorne wegfahren kann. Das wäre, also so vermessen bin ja nicht mal ich, dass ich mir das einbilde. Ich dachte mir einfach so, hey, ich will einmal in meinem fucking Leben ein Radrennen anführen. Und die waren gerade so langsam. Check. Und es ging gerade so kurz nach dem sozusagen scharfen Start diesen kleinen Hügel hoch und ich dachte, komm, scheiß drauf, einmal vorne sein. Ich hätte es ja gern bis zur Hügelkuppe geschafft, aber ich glaube, ich bin schon 200 Meter vor dem wo es dann über die Kuppe ging, eingeholt worden und danach habe ich auch keinen mehr gesehen. Also das war dann so, okay. Aber also das eingeholt werden nach der Startattacke und das sofortige abgehängt werden, das könnte man jetzt als Fail. Also nicht die Startattacke an sich, sondern... Ja gut, ich musste halt wirklich alles raushauen, um da einen nennenswerten Abstand irgendwie rauszufahren. Ich würde halt gerne mal wissen, was sich die anderen gedacht haben, so nach dem Motto, was ist das für ein Bekloppter? Oder naja, wir haben ja deine Flucht gedeckt, indem wir vorne das Tempo verschleppt haben. Straße abgeriegelt haben. Das konnten wir gut. Ja. Also was Rennfail wäre bei mir auch auf jeden Fall noch, geht in eine ähnliche Richtung, aber damals bei den Lizenzrennen, dass ich dann schon noch dachte, ich attackiere jetzt und dann bleibst du auch mal vorne, aber dann tatsächlich mit so einer 200-Meter-Attacke und 5-Meter-Loch
dann eingeholt werden und sich dann komplett vernichtet haben und halt auch abgehängt werden. Das habe ich auch schon gemacht. Es ist ja schön, wenn man immer dieses Loch mal gerissen hat. Ich kenne es dann auch so, dann, keine Ahnung, beim klassischen Kolonnenspringen bei diesen Rennen, dann denkst du, okay, die Gruppe da vorne, die könntest du erwischen, die sind nicht so viel schneller als du. Du hängst rein, gibst Vollgas, denkst du jetzt fest allein irgendwie in diese Gruppe vorne, dann drehst du dich rum, dann hängt dir hinter 20 Mann, hängt in deinem Windschatten und kaum, dass du es irgendwie geschafft hast, die Lücke zu schließen, fahren die an dir vorbei, beschleunigen und du hängst dann wieder hinten hechelnd in den Seilen und dann bist du wieder in dem Mann mit dem Hammer-Modus irgendwie. Ja. Aber ich kann mich auch in Sinn dann eines meiner ersten Jedermann-Rennen, die ich gefahren bin, da war am Anfang so auf den ersten 5 Kilometern relativ viel attackieren, alle wieder eingeholt, attackieren, alle wieder eingeholt. Und dann hat es mich im Feld irgendwie nach vorne gespült und ich hatte gerade so schön Schwung drauf und dann dachte ich so, jetzt ziehst du mal richtig los. Dann habe ich wirklich Unterlenker und volle Kanne treten und 50 Sachen auf der Geraden auf dem Tacho gehabt und dachte so, jetzt werde ich ja wohl mal alleine vorne sein. Dreh mich um und habe das ganze Feld in einer Reihe am Hinterrad. Dachte auch so, Mist. Ja, aber du fährst ja auch gerne Zeitfahren oder bist gerne Zeitfahren gefahren. Hast du da irgendwelche Fails gegeben? Viele. Das ist eine eigene Folge. Also ich glaube, der größte Fail, den ich mal gemacht habe, da war ich eigentlich schon echt erfahren und hätte es eigentlich wissen sollen, aber ich habe am Abend vor dem Zeitfahren gedacht, ach so, die Armschalen, die kann man doch so richtig eng zusammen machen, um irgendwie nochmal 3 Watt zu sparen. Das führte dazu, dass ich nach 3 Kilometern nicht mehr im Auflieger fahren konnte, weil meine Oberarme einfach komplett dicht gemacht haben. Und ich den Rest des Zeitfahrens, das waren glaube ich 16 Kilometer oder 18 irgendwie so. Also auf jeden Fall den Großteil des Zeitfahrens musste ich im Außenlenker fahren, weil die Arme einfach nicht mehr konnten. Und das hat mich natürlich so viel mehr Zeit gekostet, als wenn ich einfach alles so gelassen hätte, wie es war. Aber man soll ja am Abend vorm Rennen nicht mehr irgendwie noch am Rad rumschrauben. Ich wollte gerade sagen, genau. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir in Roadbike schreiben, bitte nicht am Abend vor einem Rennen oder Radmarathon irgendwas experimentieren, dann basiert das auf eigener schlechter Erfahrung. Auf wahren Begebenheiten. Ja, da gibt es ja so ein paar Sachen, die man, um sie mal kurz zu erwähnen, also man sollte ja nicht auf die Idee kommen, habe ich auch von einem Freund gehört, am Tag vor dem Rennen noch neue Reifen zu montieren oder so. Christian Krunker? Ja, genau. Wieso, was war da? Neue Reifen. Dummerweise hat es dann am Tag danach geregnet, also am Renntag sozusagen, und neue, nicht angefahrene Reifen haben ja dann zumindest die Tendenz, etwas rutschiger zu sein als ein bisschen angefahrene. Also das ist der eine Grund. Und der andere ist natürlich, wenn du die Reifen montierst und dann kommst du am Morgen zu deinem Rad. Also bei mir war es halt dann tatsächlich so, dass ich im Rennen weggerutscht bin in der Kurve, wo ich dann klassischer Fall von, ups, erst ging die Straße aus und dann das Talent. wenn du in der Kurve merkst, so scheiße, bist ein bisschen schnell, ziehst die Bremse, Diskbremsen waren dann mal noch ein bisschen neu, Hinterrad blockiert und rutscht halt dann weg, und weil die Reifen halt krachneu waren. Der zweite Fall ist ja der, dass du beim Montieren der Reifen irgendeinen Fehler machst, Schlauch einklemmst oder sonst irgendwas. Und wenn du irgendwas nicht brauchen kannst, ist das, wenn du morgens aufwachst, willst du das Rad packen und losfahren und dann merkst du, scheiße, Hinterrad ist platt. Das ist, ich weiß ja nicht, wie ihr morgens aufsteht, wenn es irgendwie zu so einem Event geht oder so, aber ich habe meistens dann nicht noch einen Reifenwechsel irgendwie einkalkuliert. Das ist dann schon eher so Modell, ups, vor allem, woran liegt es dann jetzt? Also, ist der Schlauch kaputt? Brauchst du einen neuen Schlauch? Kriegst du den Schlauch irgendwie geflickt? Also, da ist ja dann schon das Stresslevel auf 180, bevor du überhaupt nur den Start gesehen hast. Mir ist das mal wirklich 5 Minuten vor Rennstart passiert, dass mir noch der Reifen geplatzt ist. Ich hatte mich schon warm gefahren alles und dachte so, ich fahre jetzt nochmal zum Kommissärstisch und guck mal, wer von der Startliste auch wirklich gemeldet hat und also wirklich vor Ort ist. Und fahre da so auf diesen Parkplatz rauf und der war eigentlich betoniert, aber da lagen so ein paar Steinchen und auf einmal höre ich es nur einmal so hinter mir laut knallen. Da dachte ich schon so, da hat wohl jemand einen Reifenschaden. Bis ich runterguckte und feststellte, dass ich der jemand bin. Und dann, also das kann man ja noch als da kann ich ja nichts dafür, passiert halt, ne, dass man irgendwie kurz vor einem Reifenschaden. Dann bin ich halt schnell zum Auto, Ersatzschlauch rein und habe aber den Mantel gar nicht geprüft und den hat es halt wirklich komplett so ganz leicht aufgerissen. Ich halt wirklich so in der Hektik der 5 Minuten, die ich hatte, Schlauch rein, 8 Bar wollte ich reinpumpen, auf einmal hat es wieder geknallt, weil ich halt nicht gesehen habe, dass der Schlauch halt aus dem Mantel sich so rausdrückte. Naja. Ja, und dann hatte ich keinen Ersatzschlauch mehr, konnte halt nach Hause fahren. Aber in der Situation vielleicht ja sogar besser, als wenn es dann irgendwie gehalten hätte und dann in der ersten Kurve platzt. Ja.
Ich hätte ja in dem Moment auch gar nichts machen können. Also wenn ich gesehen hätte, der hat einen Riss, ich hatte keinen Ersatzmantel mit. Ja gut, das hat man ja eigentlich nie. Ja. Bei der, also zur Kategorie, wir experimentieren am Wettkampftag selbst nochmal, kann ich noch was beisteuern. Und zwar habe ich bei meinem zweiten Ötztaler 2008, weil es da auch schon ein bisschen kühler war, hatte ich die grandiose Idee, die Knie warm zu halten, indem ich so Wärmecreme da drauf mache. Aber das war halt nicht irgendwelche Sportwärmecreme, sondern so, ja, halt aus der Apotheke halt wirklich so Phenalgon. Ja? Und da habe ich mir großzügig die Knie mit eingecremt, weil ich dachte, mega, dann halten die ja total warm. Und ich hatte auf den 238 Kilometern die ganze Zeit das Bedürfnis, mir die Haut von den Knien abzuziehen, weil es so gejuckt hat. Das war echt äußerst unangenehm. Und dann, aber du bist durchgefahren? Ja, ich bin durchgefahren, aber das war halt echt ja, unschön, sage ich mal. Da kann ich noch beisteuern, was man auch nicht machen sollte, das sozusagen vor dem Rennen am Start machen, noch schnell irgendwie was eincremen und dann den Fehler machen, mit dieser Creme an den Fingern aus irgendeinem versehentlichen Grund ins Auge packen, weil es irgendwie der Schweiß reinläuft. Dann hatte ich echt so ein knatscherotes, brennendes, juckendes Auge und weil ich diese schöne Wärmecreme, Öl, Balsam, was auch immer da im Auge hatte und den kriegst du ja nicht mehr ohne vernünftig Wasser und Seife von den Händen runter. Also wenn man sowas macht, das morgens im Hotelzimmer oder in der Wohnung machen und dann nochmal gründlich die Hände waschen, bevor man irgendwie den Fehler macht, ins Auge zu langen, weil das wirst du echt nicht mehr los. Ich hätte ja auch diesen Versuch mit dieser Wärmecreme halt mal irgendwann im Training machen können. Aber nein, ich habe ja gedacht, machen wir mal schön beim Ötztaler. Ja. Da fällt mir auch noch ein aus der Kategorie, soll man nicht vor dem oder beim Rennen ausprobieren. Ich hatte mal auch bei einem meiner ersten Rennen war das gedacht, naja, nimmst mal irgendwie Gels mit, das waren irgendwie, glaube ich, 80 oder 85 Kilometer und du machst ja noch Kohlenhydratpulver in die Trinkflaschen, weil brauchst ja Energie. Und man soll ja aber zu den Gels auch was dazu trinken und was dazu führte, war halt einfach, dass mein Magen komplett mit Kohlenhydraten überflutet wurde, was ungefähr so, ich glaube, nach zwei Drittel des Rennens ging so einen ganz leichten Anstieg hoch. Das war nur so 3%, wo du halt im Windschatten des Feldes eine Reihe fährst halt hoch. Und ich habe da so üble Magenkrämpfe gekriegt. Ich hätte treten können wie ein Ochse, aber ich konnte einfach, der Magen wollte nicht mehr. Dann war auch ganz schlimm und habe dann auch lange gerätselt, woran lag das denn jetzt? Bis mir einer mal sagte, naja, wenn du dir halt da die Kohlenhydrate reinballerst, ich weiß nicht, wie viel Gramm das dann pro Stunde waren, aber weit über dem, was man zu sich nehmen sollte. Ja, ist immer blöd, wenn man irgendwie eigentlich von den Kräften her kann, aber irgendwas anderes am Körper sagt, nee, das geht jetzt nicht. Eine Frage mal, wir haben ja auch versucht zu definieren, was ein Fail ist. Ist für euch auch ein Fail, wenn man zum Beispiel lange Berge hochfährt, Pässe oder so, wenn man da anhalten muss? Nö. Also für mich würde ich das nicht als Fail definieren. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich in Mortirolo hochgefahren bin, da bin ich, glaube ich, in jeder Spitzkehre angehalten. Okay. Weil es einfach, also ich würde da jetzt das Anhalten, klar, Fotos macht man auf der Abfahrt, weil sonst zerschießt es einem ja die Strava-Bestzeit, wenn man hochfährt. Das Anhalten, das zerschießt einem nicht die Strava-Bestzeit. Nee, aber ich meine, die Abfahrtzeit, okay, verstehe. Also Abfahrtzeit ist ja eh nur für Bekloppte, aber die Auffahrtszeiten. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das Anhalten jetzt generell schon ein Fail ist. Also genauso wie ich jetzt sage, okay, wenn ich mir einen Pass vornehme und schaffe den nicht auf Anhieb, das würde ich jetzt auch nicht als Fail in dem Sinne interpretieren. Ich meine, da setzt man sich mal ein Ziel und wenn man es halt dann nicht schafft, dann ist es halt so, ein Fail ist es halt dann, jetzt komme ich wieder ins Philosophieren, wenn man es halt dann sein lässt und sagt, ich mache es halt nicht wieder, sondern wenn man es dann wieder und wieder versucht und sagt, okay, beim nächsten Mal schaffe ich es dann ist es für mich kein Fail, sondern sagt, okay, Ich glaube, die Frage ist, warum muss man anhalten? Weil es einfach in dem Moment einfach komplett gar nicht mehr geht und man über Kreuz guckend nach Luft japst oder weil man vielleicht sagt, ich will jetzt hier mal diesen schönen Aussichtspunkt genießen oder zum Beispiel Mortirolo bin ich auch gefahren und habe auch lange gehadert, ob ich an diesem Pantani-Denkmal anhalten soll oder nicht, weil es mir halt irgendwie die Auffahrtzeit so ein bisschen zerschießt. Aber ich dachte so, ey, komm, da musst du einfach anhalten. Das ist dann in dem Moment für mich kein Fail. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich will den Mortirolo unter einer Stunde fahren und stelle halt nach 40 Minuten fest, scheiße, geht nicht mehr, dann wäre das für mich ein Fail, weil ich meine Zielstellung verfehlt habe.
verfailt habe. Verfailt. Also ich habe für mich schon immer definiert, wenn ich einen Pass hochfahre, dann will ich das am Stück. Und das war dann nämlich für mich bei der Marmot 2007, das war für mich der Fail überhaupt, weil ich da, also Marmot führt ja vom Fuß von Alpe d'Huez über den Col du Glandon, über den Telegraph und Galibier wieder nach Bourg d'Oisans und dann hoch nach Alpe d'Huez. Also krasses Ding. Für, ich glaube, 50 Kilometer kürzer als der Ötztaler, aber meiner Meinung nach mindestens so krass. Und also fast sogar eher noch mehr. Und da bin ich, da habe ich teilgenommen, bin da mitgefahren und Glandon, alles gut geklappt, Telegraph, alles gut geklappt. Und dann hat mir der Galibier so krass die, darf ich jetzt natürlich nicht sagen, das Beispiel, was ich jetzt im Kopf hatte, aber also er hat auf jeden Fall wehgetan, sage ich mal. Und dann musste ich da zwischendrin anhalten. Das war so 5 Kilometer oder so unterhalb der Passhöhe. Und ich fand das richtig, richtig schlimm. Und da habe ich mit zu kämpfen gehabt, dann, dass ich halt angehalten hatte. Und dann bin ich hochgefahren irgendwann und dann bin ich abgefahren und Bourg d'Oisans und dann hoch nach Alpe d'Huez. Da musste ich auch bestimmt 3-mal anhalten, um da hochzukommen. Und das habe ich schon irgendwie als Fail empfunden, muss ich sagen. Weil ich habe immer den Anspruch, wenn ich einen Radmarathon fahre, dann halte ich nur an den Verpflegungsstellen, wenn überhaupt. Ja, wobei ich die Erfahrung gemacht habe, meistens ist es ja, du hast ja erstmal den Moment der Erlösung, wenn du dann anhältst und du dann nicht mehr treten musst. Aber meiner Erfahrung nach ist, wenn du dann weiterfährst, das tut dir dann doppelt und dreifach weh. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann im Treten bleibe und zumindest langsam mich da hochkurble, das tut weniger weh, als sich jetzt erholen und dann wieder sozusagen den Motor hochfahren müssen. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Also von daher kann ich das nachvollziehen, dass das Ziel natürlich ist, einen Berg, einen Pass, irgendwas in einem Zug hochzufahren. Also das kann ich definitiv nachempfinden. Also ich mache dann auch eher so den Kwiatkowski, der damals bei der Tour das Tempo gemacht hat, noch die Brille weggefeuert hat und dann wirklich drei Sekunden später rechts am Straßenrand wirklich fast stand. Ich glaube, er hat sogar kurz angehalten. Der hat ausgeklickt, ja. Also ich versuche dann wirklich immer so, das sind dann nur 3, 4, 5 km/h, aber irgendwie auf dem Rad zu bleiben und nicht irgendwie abzusteigen, weil dann so der Körper immer komplett runterfährt. Mhm. Und natürlich geht es dir dann erstmal wieder gut, aber wenn du 2 Minuten weitergefahren bist, tut sofort wieder weh. Also ich versuche dann schon zu sagen, okay, gut, es geht jetzt nicht schneller. Mhm. Dann nehme ich jetzt für 1, 2 Minuten richtig krass raus, schleiche da wirklich den Berg hoch. Aber dann fange ich mich irgendwie wieder und kann das wieder langsam hochfahren, das Tempo. Aber ich glaube, das ist auch echt viel, viel Erfahrungssache, das so einschätzen zu können, sich dann während des Fahrens in irgendeiner Form erholen zu können, selbst wenn es weiterhin berghoch geht. Mein Mega-Fail, der mir auch meinen Spitznamen in einem Freundeskreis von meinem alten Team eingebracht hat, war 2007 am Kandel. Und zwar haben wir da trainiert auf den Ötztaler, waren eine 100 Kilometer Runde durch den Schwarzwald gefahren, kamen dann das Elstal runter und dann wollten alle nach Hause fahren, flach zurück nach Freiburg, wo wir halt gewohnt haben. Und ich war der Einzige, der Meinung war, wir müssen jetzt quasi als Training für den Ötztaler noch den Kandel fahren. Und weil der ja auch so fies ist und am Ende vom Ötztaler kommt ja auch noch Timmelsjoch, da musste halt vernünftig, musste sowas auch am Ende von der langen Schwarzwaldrunde, muss man auch in der Lage sein, so ein fieses Ding wie den Kandel dann noch zu fahren, wenn du den Ötztaler fahren willst. Okay, alle keinen Bock, mega angepisst und ich bin dann einfach abgebogen und bin da hochgefahren. Und dann haben sie mich aber auch nicht fahren gelassen, sondern sind hinterhergekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt fährst du halt noch so ein bisschen, die müssen dich ja nicht sofort einholen, dann bin ich noch ein bisschen schnell gefahren und so. Und dann bin ich irgendwann, habe ich schon gemerkt, okay, die Tanks, die sind jetzt langsam leer, ja, ist nicht so gut, jetzt fährst du halt noch mal weiter. Und dann habe ich einen so krassen Hungerast gekriegt wie noch nie. Und dann sind die an mir nicht nur vorbeigefahren, sondern die haben mich echt stehen gelassen. Und dann bin ich, weiß nicht, 6 km/h, 7, die ganze Breite der Straße rumgependelt wie so ein Vollidiot und ich konnte halt wirklich nicht mehr und dann habe ich angehalten und dann nochmal versucht, war auch nicht gut, nochmal angehalten und dann hatte ich tatsächlich so wenig Selbstwertgefühl, dass ich angerufen habe und gesagt habe, sorry, ihr seid jetzt wegen mir da hochgefahren, aber ich kann nicht mehr, ich fahre jetzt nach Hause. Ja? Da kam dann aber einer runter
einer von meinen Kumpels und hat mich dann hochgeschoben. War jetzt fürs Selbstwertgefühl auch nicht so viel besser, aber die haben mich quasi dann nicht wegfahren lassen. Und ja, dann hat er mich hochgefahren. Es waren noch so 2-3 Kilometer, hat mich geschoben. Mega gut, dankbar bis zum heutigen Tag. Und oben habe ich dann, da war so ein Kiosk und da habe ich dann 2 Würste gegessen und eine Literflasche Cola getrunken und dann sind wir abgefahren und in Freiburg habe ich dann den Ortsschild-Sprint gewonnen. Da waren alle extrem angepisst, aber seither halt lustig angepisst, aber seitdem habe ich den Spitznamen Kandel in dieser Gruppe. Aber das war schon auch ein echter Fail, also da... Ich wollte gerade sagen, hätte man sich nicht gewundert, wenn die dich mit den Minipumpen verprügelt hätten, oben so rechts und links. Und dann Geist oben auf dem Gipfel noch die letzte Currywurst und die letzte Cola wegkaufst. Ja. Übel. Ja. Aber wenn wir gerade schon so von, das ist ja fast schon Kapitalschaden, was hier da passiert ist, so technische Defekte, euch schon mal irgendwas passiert unterwegs, wo ihr dann irgendwie, also mir ist mal passiert, auch relativ früh in meiner Rennfahrerzeit, ich hatte einen Hinterradschaden und hatte nur noch 5 Kilometer bis nach Hause. Damals in der Nähe von Greifswald, wo ich studiert habe. Flaches Terrain, alles kein Problem mehr. Defekt gehabt. Und dann gedacht, na gut, 5 Kilometer, die läufst du halt jetzt nicht. Wechselst halt den Schlauch, geht ja schnell. Schlauch gewechselt, Hinterrad wieder eingebaut und habe aber irgendwie so in meiner, ich will jetzt einfach nach Hause, es war auch, glaube ich, ziemlich kalt den Tag, hatte ich den Schnellspanner ein bisschen zu fest gedreht und habe dann aber nicht die Geduld gehabt, den wieder ein bisschen lockerer zu drehen und einzuspannen, sondern habe einfach mit Gewalt den zugedrückt, was dazu führte, dass die Achse durchbrach. Und ich natürlich dann da stand und nicht weiterfahren konnte und dann wirklich meinen Mitbewohner damals anrufen musste und sagen musste, du, kannst du mich mal mit dem Auto abholen? Ich komme hier nicht mehr weiter. Also, euch mal was Ähnliches passiert? Technische Defekte fällt mir jetzt nicht ein, aber beim Schrauben natürlich total viel. Also Reifen in die falsche Richtung montiert oder, weiß nicht, Sachen auseinandergeschraubt, gefettet und dann wieder zusammengebaut und gemerkt, da liegen halt noch Teile rum und irgendwie das war ja scheinbar nicht ganz richtig zusammengebaut. Ja, technisch und Defekte unterwegs hatte ich schon noch so die ganzen Klassiker halt, wie kurz nach dem Losfahren, erster Defekt, Schlauch gewechselt, und die Defekthexe, wenn du einmal einen Platten hast, du hast ja manchmal 2 Jahre lang nichts und dann auf einmal 3 hintereinander, dass dann irgendwann, du hoffst an irgendwas mit Wasser vorbeizukommen, dass du irgendwie dieses Loch von diesem Schlauch findest, damit du deinen Ersatzschlauch wieder flicken kannst, damit du weiterkommst. Also das ist ja so ein Klassiker, den ich dann in der Tat auch schon mal hatte. Und da muss ich dran denken, ich hatte nämlich auch mal auf eine Alpentour, das war nämlich, wo du gerade von Telegraph und Galipier erwähnst, musste ich auch mal in Valois einen kleinen französischen Radladen anhalten, weil mir tatsächlich auch auf dem Weg da hoch der letzte Reifen geplatzt ist und ich brauchte einen neuen Schlauch und musste mir den da einziehen lassen. Zumal ich dann die Hilfe dieses netten französischen Mechanikers brauchte, mir den Reifen von der Felge runterzukriegen, weil ich ihn auch nicht runterbekam. Naja, und ich hatte nur so eine usselige Mini-Pumpe, die auch irgendwie nicht vernünftig Druck geliefert hat und war wahrscheinlich auch ein Grund für die Defekthäufigkeit und die mussten wir dann mal mit ihrem Kompressor mal ordentlich auf 7 Bar aufpumpen. Aber ich musste mich immerhin noch nie, klopf, mit dem Auto einsammeln lassen. Also das, ich bin bisher, ne, ich konnte immer nach Hause fahren. Ich glaube, ich hatte es ein einziges Mal und da war es einfach, dass ich nicht genug Schläuche dabei hatte. Da bin ich irgendwo durch ein Schlagloch gefahren, vorne und hinten platt, kein Reifen dabei, kein Flickzeug, also keinen Schlauch dabei oder nur einen Schlauch dabei und kein Flickzeug und dann halt, ja. Also mir fallen 4 Mal ein, wo ich mich abholen lassen musste. Aber das eine Mal, das war auch beim Mountainbiken im Wald mit meinem Vater zusammen und dann, ich weiß nicht, bis heute nicht, was da war. Ich vermute, ich habe einen Stock ins Vorderrad gekriegt. Jedenfalls bremste mein Vorderrad abrupt und mein Hinterrad kam halt hoch und ich habe mich halt einfach volle Kanne überschlagen. Und das Vorderrad war halt Schrott, weil es da einfach mal mehrere Speichen rausgeholt hat. Da war er zum Glück dabei und ist dann quasi nach Hause, hat das Auto geholt, mich abgeholt. Aber ansonsten ja auch so, man hat ja meistens doch nur einen Ersatzschlauch bei und dann, wenn man dann irgendwie doch mal 2-3 Defekte hat, weil man irgendwie die Ursache für den Defekt nicht findet, dann musste ich mich, glaube ich, auch schon 2 oder 3 Mal abholen. Vor dem Hintergrund bin ich jetzt tatsächlich Fan geworden von diesen kleinen, von diesen TPU-Schläuchen, die man so ganz kleinen, Tubulito und Co. und Aerotan und so,
die man so ganz klein zusammenrollen kann, wo dann halt einfach in der gleichen, ins gleiche Satteltäschchen halt dann zwei von den Dingern reinpassen. Das hat schon was. Das ist gut, ja. Stimmt. Ja, wo wir gerade beim Technischen und beim Schrauben sind, hat da noch einer irgendwelche Highlights zu verkünden? Also von da Freunden? Sind Freunden. Von Freunden. Ja, da habe ich schon also, mein absolutes Highlight war ja echt mal, wie ich bei uns in der Roadbike-Werkstatt Pedale montiert habe und mich irgendwann beim Montieren, also ich wollte dann das zweite montieren und merke so, ups, das erste Pedal stößt am Unterrohr an, da ist irgendwas nicht richtig. Und dann hatte ich tatsächlich so in Gedanken das Pedal nach innen reingeschraubt. Das war, ich wusste gar nicht, dass das funktioniert und ich weiß nicht, was mich da geritten hat, wo ich da in den Gedanken war. Auf jeden Fall ganz weit weg. Bin ja mal dann auch froh, dass wenn jemand auf den Rädern fährt, die ich zusammenbaue, dass das meistens ich selber bin und nicht jemand anders. Aus versicherungstechnischen Gründen vielleicht auch. Ja, ja, und auch, ja, manchmal ist man dann echt so in Gedanken und mein zweites absolutes Highlight war, dass ich meinen Flaschenhalter falsch rum aufgeschraubt habe, weil die sind ja immer mit ihren Formen und hier, keine Ahnung, ein bisschen verschlungelt, ein bisschen verschnörkelt, hatte ich den dann anmontiert und wollte dann zum nach Hause fahren, die Flasche reinstecken und merkte, die klemmt irgendwie total, die passt überhaupt nicht rein, was ist denn das? Ist das irgendwie hier falsches Fabrikat, irgendwie eine Tax-Flasche in Elite-Flaschenhalter oder was auch immer, was funktioniert da nicht? Bin ich mir irgendwann diesen Flaschenhalter genauer anschaut und sagt, ups, der ist ja falsch rum. Und dann hatte ich dieses Ding falsch rum reingeschraubt. Ja. Ich kann mich noch an meine allerersten Bremsbeläge an meinem ersten Rennrad erinnern, die dann irgendwann natürlich mal verschlissen waren und ausgetauscht werden musste. Was ich nicht wusste war, man kann halt einfach diesen Gummi tauschen oder den Bremsbelag selber. Ich habe halt einfach den ganzen Bremsschuh abgeschraubt, habe den in den Müll geschmissen und mir halt einen neuen gekauft, bis ich irgendwann mal, ich weiß nicht, irgendwann später mal feststellte, jetzt so einfach nur den Gummi tauschen können. Das muss nicht jedes Mal 25 Euro kosten. Ja, so ungefähr. Sei froh, dass du nicht ein neues Rad gekauft hast. Ja, die stimmt. Bremsen sind runter, ich brauche ja ein neues Rad. Der Aschenbecher ist leer, ich brauche ein neues Auto. Ja, ja. Voll. Oder auch super Fehl, neue Kette drauf gemacht und dann hinten am Schaltwerk hast du ja meistens zwischen den beiden Schaltröhrchen so ein ganz kleines Blech. Mhm. Oh ja. Da muss die Kette dazwischen verlaufen. Und da habe ich sie einmal drumherum gelegt und bin irgendwie losgefahren und hatte, glaube ich, noch irgendwie Kopfhörer drin. Und habe das halt irgendwie erst nicht gehört. Und irgendwann so zwischen zwei Songs merkte ich mal irgendwann so, wie es von hinten so machte. Dachte, was ist denn da jetzt los? Und dann wirklich am Straßenrand angehalten, geguckt. Dann habe ich gedacht, ey, du bist so doof, dass du die da falsch durchgefädelt hast. Konnte ich zum Glück reparieren am Straßenrand, musste dann die, ich hatte leider kein Kettenschloss, sondern dann quasi diesen Schaltwerkkäfig quasi die beiden Schrauben da gelöst und das dann neu um die Kette drumherum dran gebaut. Aber da habe ich auch gedacht, das ist ja auch noch nicht passiert. Ja, sowas Ähnliches ist einem Kumpel von mir auch schon passiert. Einen sehr guten Kumpel. Ich find's ja mal wieder schön, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du fängst an, denkst, okay, machst du neue Tubeless-Reifen drauf, bis nachher hast sie in Rekordzeit drin, denkst dir, hey, Reifen ist dicht, Milch ist drin, die Sauerei hält sich in Grenzen, so, jetzt baust du dann die Reifen ein und stellst dann fest, ups, Laufrichtung falsch rum. Und dann kannst du die ganze Sauerei runter, wobei dann Moritz als Reifenexperte, macht das eigentlich was aus? Oder kann man auch sagen, scheiß drauf, ich fahre die mit falscher Laufrichtung. Ich hab mich das dann in der Tat echt gefragt, so kann ich die auch so fahren oder ist es einfach nur irgendwie optisch? Es bezieht sich ja aufs Profil unter Umständen, dass halt das Profil in eine bestimmte Richtung zeigt und halt eben das Profil dann dementsprechend auch seine Wirkung nicht, was jetzt zum Beispiel den Abtransport von Feuchtigkeit oder so bei nasser Straße nicht so erfüllen kann wie im Original, aber es gibt ja auch Rennradreifen ganz ohne Profil. Ja gut, die haben ja meistens keine Laufrichtung dann. Die haben dann auch keine Laufrichtung, von daher. Also vielleicht ist es auch nur so eine Kopfsache. Ich würde es immer in Laufrichtung. Ich hab's dann auch quasi wieder alles runter und in Laufrichtung montiert. Weil es hätte mich auch, glaube ich, also vom Kopf, selbst wenn es keinen Effekt gab, das hätte mich vom Kopf gestört. Also das muss in Ordnung sein. Also dann zu sagen, nee, komm, scheiß drauf, ich fahre jetzt falsch rum, wäre keine Option gewesen. Als wir für unseren letzten Reifentest, den wir gemacht haben, im Labor waren, bei Conti in dem Fall, hatte ich da die Labormitarbeiter mal gefragt und sie haben gesagt, für den Rollwiderstand macht das gar nichts, wie rum du die montierst.
Das ist ja wahrscheinlich wirklich nur, wenn es jetzt um Wasserverdrängung oder irgendwas geht, wobei ich jetzt auch nicht weiß, inwiefern Wasserverdrängung bei einem Rennradreifen. Also ich meine, dass zum Beispiel Aquaplaning entsteht ja erst, ich glaube beim Rennradreifen würde erst bei 200 km/h entstehen, einfach weil die Auflagefläche so klein ist. Mhm. Und also ich war zwar schon mehrmals knapp unter der 200, aber bis dahin. So schnell war ich dann doch noch nicht. Mhm. Ja. Ja, also was ich an Fails auf jeden Fall noch bieten kann, leider, sind halt so ein paar Stürze, weil Stürzen ist ja auch immer Fahrfehler. Nein, natürlich nicht, aber in dem Fall, in meinem Fall war es das auf jeden Fall. Also der Klassiker ist ja, glaube ich, an der roten Ampel nicht aus dem Pedal kommen. Das habe ich in letzter Zeit, Klopferholz, oder ich sag mal wirklich seit den letzten 20 Jahren oder so nicht mehr gehabt, aber das ist in meiner Anfangszeit auf jeden Fall das ein oder andere Mal passiert. Und das habe ich übrigens, sorry, wenn ich reingrätsche, ich habe das natürlich auf die Spitze getrieben, weil also, dass es jedem Mal passiert ist, ist, glaube ich, unbestritten. Mir ist es wirklich an einem Wochentag um 17 Uhr an einem S-Bahnhof in Berlin passiert. Also richtig schön mit Publikum vor versammelter Audienz habe ich mich da lang gemacht. Ja, also mir ist es nicht irgendwo heimlich, irgendwo im Dunkeln auf einer Wiese passiert, sondern wirklich mit... Gab es da wenigstens auch Szenenapplaus? Nee, ich glaube nicht. Ich kann nur ein paar verdutzte Blicke. Ist ja denn zu blöd zum Radfahren? Ich kann noch beisteuern, dass ich mal, da habe ich noch in Mannheim gewohnt und fuhr dann in Mannheim quasi durch eine dieser Haupteinkaufsstraßen, wo man noch mit durchfahren kann und merkte dann, wie ich auf die Ampel zufuhr, dass meine Glieds ein bisschen verschlissen waren und ich merkte irgendwie, scheiße, das klemmt. Und ich habe so unfassbar gebetet, dass diese Ampel grün bleibt und ich nicht ausklicken muss. Weil ich genau wusste, wenn die jetzt rot wird, ich muss ausklicken. Das scheiß Pedal, das hatte vorher schon 2-3 Mal geklemmt und ich kam nicht richtig raus. Dann, wenn die jetzt rot wird und ich komme jetzt nicht raus, ich lande so unfassbar scheiße auf der Nase. Ja. Das war echt so, also so Stoßgebet zum Himmel. Und sie war, blieb Gott sei Dank grün. Also da bin ich verschont geblieben. Aber das war echt so scheiße. Du merkst, die Wege des Herrn sind unergründlich. Genau, du kannst jetzt hier irgendwie, kommst nicht raus und weißt, okay, wenn das jetzt schnell raus muss, dann geht das nicht gut aus. Also mein Highlight-Sturz, absolut unübertroffen und auch ein Fail, aber wir können noch diskutieren von wem, war, als ich in einer ländlichen Gegend rund um meine Heimatstadt Wuppertal gefahren bin und dann war eine kleine Abfahrt auf einem Feldweg, auf einem wirklich nur so ein Feld- und Wirtschaftsweg, also kein Autoverkehr. Und da war dann auf der rechten Seite ein Bauernhof und auf der linken Seite so eine Böschung. Also es ging steil hoch. Da war jetzt auch, habe ich ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass da irgendwas ist. Und dann komme ich da runter und dann ist ein Huhn aus dieser Böschung rausgesprungen gekommen und in Panik vor mir über die Straße. Und ich war halt nichts zu machen. Ich habe es halt komplett mit dem Vorderrad dann erwischt und habe mich richtig abgeräumt und auch ganz gut zerfleddert auf jeden Fall. Also das war einer der heftigeren Stürze in meinem Leben. Und das Huhn war halt ähnlich zerfleddert. Also das hat es, glaube ich, nicht überlebt. Und Das war schon der übelste Sturz. Und jetzt wäre natürlich die Frage, von wem ist der Fail? Also von mir, weil ich halt gestürzt bin, oder von dem Huhn, was ohne zu gucken die Straße überquert hat? Also ich würde sagen, das Huhn, weil du kamst ja dann in dem Fall auch von rechts und rechts hat Vorfahrt. Rechts hat Vorfahrt, ja, stimmt. Ja. Ja. Nee, mein... Das ist übel, ja. Mein... Also wo relativ eindeutig war, wessen Fail das war einer meiner blödesten Stürze. Da bin ich noch an der Mosel lang gefahren und irgendwie kurz vorm, es passiert ja immer am weitesten Punkt von zu Hause weg. Ich drehte halt rum und musste halt dann wieder mein Radcomputer irgendwas ganz Wichtiges gucken. Hatte so eine Hand am Lenker, eine Hand am Radcomputer und dann ging es halt so ein Bordstein runter, irgendwie so einen hohen. Und weil ich halt nur eine Hand am Lenker hatte, hat es mir halt völlig das Vorderrad zerschlagen und ich habe mich auf die Seite gelegt und ich dachte so, Scheiße. War natürlich die Hüfte auf, blutig. Und dann wusste ich, ich hatte jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, 60 Kilometer mit blutiger Hüfte und blutigem Knie nach Hause. Und ich habe mich so über mich selber geärgert, weil es halt echt so eine unfassbar überflüssige Blödheit-Nummer war. Mhm. Wie das ja dann immer ist. Dann guckst du, dann hast du noch deinen Schaltgriff irgendwie zerkratzt und was weiß ich was und denkst dann so, ey, das muss doch jetzt nicht sein. Wegen sowas unfassbar blöd, um sich auf die Nase zu legen. Mhm.
Also ich kann mich an einen Vorfall erinnern, das war zum Glück kein Sturz, aber das ist in dem Fall wirklich einem Freund von mir passiert. Also das ist jetzt keine Beschönigung, dass es mir passiert ist. Wir sind über eine Autobahnbrücke gefahren und ich habe gesehen, dass dieser Übergang zwischen der, ich nenne es mal festen Straße und der Brücke, dass der gemacht wurde und der war so ein bisschen ausgehoben und dadurch hattest du so einen, ich würde sagen, einen halben Meter, der quasi, wo der Belag ein bisschen tiefer war und danach kam halt wieder die scharfe Kante, die zurück auf die Straße führte. Und ich bin mit zwei Kumpels gefahren und meinte so, oh, Vorsicht, Kante, bremsen, so zwei von uns bremsen und der dritte hat sich gedacht, ach, ich hole richtig Schwung und springe dann mit dem Bunnyhop drüber. So, dreimal dürft ihr raten, was dem Hinterreifen passiert ist. Ja. Der ist halt genau auf der Kante gelandet und es hat einfach nur laut geknallt. Und der Reifen war hinüber. Er hat sich aber selber in dem Moment wirklich eine runtergehauen im Gesicht und gesagt, ich bin so doof, warum bremse ich mich? Ja, Stichwort, ich bin so doof, warum mache ich das? War jetzt kürzlich, wirklich erst vor wenigen Wochen, als ich versucht habe, mich umzuziehen während der Fahrt und ein Pullover in einem Rucksack, das war beim Pendeln zur Arbeit, halt quasi im Rucksack zu verstauen und halt Rucksack abgenommen während der Fahrt und dann halt aufgemacht und das Ding da rein und dann ist dieser Ärmel leider ins Hinterrad und dann bin ich halt abgestiegen. Und da denke ich halt auch so, ey, das ist total bescheuert, das ist kein Rennen, das ist kein gar nichts, du kannst halt einfach für 10 Sekunden anhalten, diesen beknackten Rucksack abnehmen und das nicht während der Fahrt machen, aber dann ist irgendwie, keine Ahnung, ob das der Stolz oder sonst irgendwas, man kann das ja so toll, man hat ja so eine tolle Radbeherrschung und dann im nächsten Moment liegst du halt am Boden. Aber im Sinne von, das kann man doch so toll und stolz, mir zum Thema Navigation ist mir mal was passiert, als ich frisch nach Greifswald kam und natürlich das Umland überhaupt nicht kannte. Ich hatte damals auch mein Rennrad noch nicht vor Ort, sondern nur mein Mountainbike und dachte irgendwie, ach komm, gehst mal eine Runde Radfahren. So, das war 2009, so Smartphones gab es noch nicht so wirklich, zumindest hatte ich damals noch keins, so Radcomputer, die irgendwie Tracking konnten oder Routenplanung gab es auch noch nicht. Was habe ich also gemacht? Mir irgendwie auf einer Landkarte angeguckt, wo könnte ich denn so langfahren und habe mir so die Ortsnamen gemerkt. Und bin es dann halt gefahren, alles schön. Und irgendwann sah ich so das Schild, wo es dann rechts nach Katzow ging. Nach Berlin. Und ich dachte so, ja, Katzow, da wolltest du hin. So, ja, was ich aber nicht wusste, ich wollte nach Karberow. Und das Problem ist halt, wenn die Ortsnamen in Mecklenburg vorkommen alle mit O enden, dann klingt halt für dich als Neuling alles gleich. Und irgendwann wunderte ich mich, weil die Straße hörte auf, das wurde irgendwie so ein Wald- und Wiesenweg. Na, du hattest ja ein Mountainbike. Oh, ich hatte ja ein Mountainbike zum Glück. Irgendwann war es wirklich nur noch ein Waldweg und ich dachte so, das fährt sich aber irgendwie jetzt nicht so geil. Und wirklich so durch den tiefsten Wald und wusste dann echt nicht mehr, wo ich bin, bis dann irgendwann so ein Bauernhof kam und ich dann da auch jemand stand, ein älterer Herr, und ich ihn gefragt habe, ich will zu dem und dem Ort, also wo ich wusste, das müsste der nächste sein. Und er guckte mich ganz verdutzt an und meinte so, da müssen Sie aber in die ganz andere Richtung. wie lang war die Runde am Ende? Also ich glaube, sie sollte 40 sein. Ich glaube, es waren locker 60 dann. Also ich habe es dann mit seiner Hilfe auch gefunden, weil er meinte, naja, Sie können jetzt hier lang fahren und dann einfach nur, kommen Sie mal auf die Bundesstraße, dann können Sie der folgen. Ich habe leider keinen, Strava gab es ja damals auch noch nicht, ich habe leider keinen Track davon, dass ich irgendwie heute nochmal gucken könnte, wo ich da eigentlich lang gefahren bin, aber würde, glaube ich, auf Strava sehr lustig aussehen, wo ich da überall lang geschlichen bin. Ich glaube, da ist noch nie vorher ein Radfahrer langgefahren. Aber ich war halt zu stolz, mir irgendwie eine Karte einzustecken oder irgendwie mir die Namen auf den Zettel zu schreiben oder irgendwas. Ich habe mir gedacht, komm, das liest du dir einmal durch, ne? Dann wirst du dir die Ortsnamen wohl merken können. Ja, nee. Aber was lernen wir daraus? Ja, Scheitern. Fehler gehören dazu. Scheitern gehört dazu. Also ich glaube, was wir jetzt allein durch diese Folge ja bewiesen haben, ist, dass man da unheimlich viel zu erzählen hat. Dann, also wenn man das dann so mal in Summe sich überlegt und zusammenfasst und dann rekapituliert, was eigentlich alles auch schiefgelaufen ist im eigenen Rennradfahrerleben mal, dann kommt da halt schon eine ganze Menge zusammen. Und es sind halt nicht immer nur die Touren, wo alles wunderbar läuft und der Schnitt ist erstaunlich hoch bei erstaunlich niedrigen Wattwerten, die man nur treten musste. Und weiß nicht, Wetter ist auch nicht immer nur strahlender Sonnenschein gewesen und so, ja.
Also ja, ich mein, man hat viele Anekdoten zu erzählen. Ja, wer nichts macht, macht nichts falsch und wer Rad fährt, der macht halt Fehler und lernt halt letzten Endes ja draus. Ich meine, das Gute ist ja, oder dass man Fehler halt nicht zweimal machen sollte. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Punkt, ne, dass man, wenn man einen Fehler macht, woran auch immer der lag, ob das jetzt wirklich so eigene Doofheit war oder einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände, dass man da irgendwo für sich versucht rauszuziehen, okay, daran hatte die Legen. Genau. Und ja. Ja, gut, aber da kann ich auch direkt das Gegenbeispiel nennen. Ich bin im Rennen schon mehrmals mit dem Pedal aufgekommen in der Kurve, weil ich immer denke, du kannst schon treten und kannst halt nicht. Und dann halt mehrmals auch schon abgeschossen dann. Also, ja, aber ich glaub, aus Fehlern lernen bin ich jetzt nicht das beste Beispiel für. Aber ich glaube, man steht nur einmal nach irgendwie 2 Stunden Anfahrt ohne Radschuhe am Start und denkt sich so, scheiße. Also da bin ich dann auch mittlerweile so, dass ich mir denke, ich gehe alles haarklein durch, Schuhe, Socken, Trikot, Hose, Helm, Sonnenbrille, Trinkzeug, Trinkflaschen. Das ist ja auch nichts Peinliches, als wenn dann irgendwie in einem Start von irgendeinem Event rumstehst und versuchst in irgendwelchen Messeständen irgendwelche Trinkflaschen zusammenzuschnorren, weil du deine vergessen hast und hoffst, dass es da irgendjemanden gibt, der gratis Trinkflaschen verteilt. Hatte ich aber auch mal Rennen 2005 rund um Köln, Trinkflasche vergessen, ohne Trinkflasche das Rennen gefahren. Und nach 110 Kilometern war ich dann echt auch, habe ich wirklich über das Kreuz geguckt dann. Eieiei. Also das wäre bei mir deutlich früher passiert, dass ich über Kreuz gucke. Oder dass ich wahrscheinlich gesagt hätte, komm, lass gut sein, ich drehe wieder um. Mhm. Ich fahre nach Hause. Nee, es hat gut geklappt. Es auch, war kein Heiß. Es war ja früher, war rund um Köln ja im Frühjahr. Und ich glaube, das April war das Ende März, Anfang April oder so. Das ist natürlich, da sollte man auch was zu trinken dabei haben. Aber es war jetzt nicht 35 Grad und wo es dann schon echt gesundheitsgefährdend wird, wenn man nichts trinkt. Mhm. Aber ja, auch wieder ein Fail. Man kann sich natürlich auch fragen, also bei uns dreien ist es ja so, wir fahren ja schon sehr lange Rennrad und man hat so, oder ich denke so, na gut, eigentlich hat man ja jeden Fail schon mal gehabt, was soll eigentlich noch kommen, aber ist ja wahrscheinlich werden wir irgendwann, also harter Cut, keine Ahnung. Aber wir machen heute in einem Jahr nochmal eine Folge und erzählen dann nur die Fails von dem Jahr, was seit jetzt, also ab jetzt dann passiert und Ich würde jetzt mal wetten, da könnten wir auch eine Folge. Ja, das ist eine Stunde voll. Ich würde gerade sagen, so vermessen zu sagen, ich mache keine Fehler mehr, weil ich alles schon gemacht habe, das glaube ich nicht. Dafür gibt es viel zu viele Dummheiten, Blödheiten, die man machen kann. Das ist ein unerschöpflicher Fundus. Ja. Aber apropos Fundus, das ist ein schönes Stichwort, falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, oder Freunden von euch, Freunden von euch Sachen passiert sind, die uns noch nicht passiert sind oder unseren Freunden noch nicht passiert sind, dann schreibt uns die doch gerne an podcast@roadbike.de. Da sind wir sehr neugierig, was bei euch schon alles schiefgelaufen ist, wo ihr euch mal ja, blamiert habt, doof angestellt habt. Immer her damit, keine Scheu. Das müsst ihr freundlicher formulieren. Ihr müsst sagen, an welchem Anlass habt ihr am meisten gelernt? Wo seid ihr am meisten gewachsen? Wobei die Lernkurve am steilsten. Ja. Und wenn ihr Themenvorschläge habt für den Podcast, genau wie wir das jetzt hier hatten, durch die E-Mail von Lukas Strohschneider, dann schreibt uns auch, was ihr für Themen mal im Podcast hören wollt. Genau. Auch an podcast@roadbike.de. Genau. Und vergesst nicht, es gibt uns auch als gedrucktes Heft am Kiosk. Genau. Könnt ihr jedes Mal, wenn ihr am Kiosk seid, eine Ausgabe mitnehmen. sehr zu empfehlen. Und wenn ihr selten am Kiosk seid, dann direkt am besten per Abo. Jo. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, auf zu den nächsten Fehlern. Auf zu den nächsten Fehlern. Macht Fehler, lernt daraus. Und habt vor allem Spaß und lacht über euch selbst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig im Umgang mit dem eigenen Scheitern, mit den eigenen Fehlgriffen. Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.